den ich die Dokumente stehlen muss. Ach, der ist in einem ganz anderen Haus. Na gut, aber ist ja eigentlich hier. Sollte ja kein Problem sein, die zwei Hampelmänner umzubringen. Ja. So. Habe ich alles? Darf ich wieder aus dem Gebiet entkommen? So, ganz chillig. Mal gucken, ob es jetzt noch eine Information für mich gibt. Ja. All unsere Bemühungen führten zu nichts. Im Jahr 2306 des ISO-Zeitalters traf die Sonne meine einst große Zivilisation mit voller Wucht. Ich perfektionierte die Arbeit von Konsus und machte sie mir zu eigen. Ich rettete die Essenz von Aitas Brillanz und fügte sie in die DNA eurer rebellischen Art ein. Ich überließ ihn einer unbekannten Zukunft, um wiedergeboren zu werden. Wieder und wieder. Ich kehrte zum großen Tempel zurück. Ich legte meinen physischen Körper ab und betrat das Grau. Doch die sture Minerva und der energische Jupiter entdeckten mich und versiegelten den Tempel. Eingeschlossen wartete ich, bis mir eure Technologie eine Rückkehr ermöglichen würde. Das Warten hat nun fast ein Ende. Ja, okay. So, jetzt kommt das letzte Stückchen hier, Mann. Und gleich mal gucken, wo das ist. Hier. Das ist nochmal so ein Häuschen. 150 Meter nur. Ja, wie gesagt, die Map ist natürlich ganz schön klein. Aber das spielt keine Rolle. Das ist egal. Das ist gut. Alles super hier. So, 60, 50 Meter noch. Dann sind wir da. Ja, er hat mich gesehen. Die Verbündeten muss ich auch befreien und Dokumente stehlen. Gucken wir mal. Die werde ich erstmal gleich. Ah, ne, erstmal hier. Haltet sie auf! Dafür wirst du bezahlen! Zack und zack. So, jetzt muss ich gleich mal meine Verbündeten hier befreien. Ah, wo sind die? Mann! Och, Mensch. Wenn ich das hier jetzt umbringe, das wäre überschlecht. Bam, bam, bam. Alter. Muss ich hier auch mal ein paar Kills machen? Boah! Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Medizin, Alter. Ich habe die ganz schön verbraucht jetzt. So. Komm. Den habe ich. Komm, du auch noch mal her. Bist auch gleich tot. So. Jetzt kann ich, glaube ich, hier auch meine Verbündeten befreien, wenn ich weiß, wo die sind. Ach, da. So, ich hoffe natürlich, dass sie jetzt für mich mitkämpfen. Ach, anonym werden muss ich vorher noch. Oh, naja, aber auch. Dann muss ich hier erstmal den. Hier kann mich ja keiner mehr sehen.
Dann werden wir erstmal den plündern, beziehungsweise den eigentlich nicht, sondern die alte hier. Zack. So, juhu, ein bisschen Medizin bekommen. Den wollte ich auch nicht plündern, sondern den hier. So, waren die jetzt hier oder? Ja. How are you there, Evie? Ich brauch dich. Na dann los. Ja, ihr könnt gleich mitkommen. Gleich dabei helfen, die nächsten zu befreien. Und dann kämpfe ich hier im Viererteam, Alter. Und dann geht das. Zack, zack, zack. Du, was bist du denn? Du bist ein Kasperkopf. So. Da. Kämpfen. Zack. Wo liegt. Warum liegt denn der hier? Beziehungsweise die liegt hier schon. So, dann kümmert ihr euch einfach um den, Alter, und ich hau rein. So, das war dann auch schon alles an. An Freiräumen-Missionen, sage ich jetzt mal so, wa? Oh, jetzt gibt es eigentlich eine Trophäe. Weil er hat Loyalitätsstufe 1 bei mir. Gut, dann haben wir keine Angst. Gut, Trophäe habe ich bekommen. Eine breite Basis. Sehr schön. So, gibt es denn jetzt noch was zu erledigen hier? Nein, leider nicht. Leider gibt es hier nichts mehr zu erledigen. Ich habe alles erledigt. Nichts mehr mit Winston Churchill. Schade eigentlich. Dann können wir eine Schnellreise in das alte Zeitalter wieder machen und werden da dann mit der Story fortfahren. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wie ich hier hätte Loyalitätsstufe 2 erreichen sollen. Dann hätte ich wahrscheinlich alle Bonusaufgaben erledigen müssen. Weil ihr habt ja gesehen. Ach so, nee, Quatsch. Ich kann ja noch diesen Zeppelin-Überfall und so könnte man ja noch mal machen und dann. Ach so, ja, ja, gut. Alles klar. Weiß ich oh Bescheid. Sehr schön. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich dachte, du wärst tot. Mm-mm. Ich doch nicht. So, jetzt gibt es erstmal hier Fähigkeiten. Upgrade. Ich habe nämlich genau 8. Genau 8, die ich auch brauche, glaube ich. Ja. So, jetzt allein ich erstmal durch Stürze weniger Schaden. Das ist natürlich sehr gut. Und das letzte, den Erstschlag. Kaufe ich auch. Jetzt bin ich Stufe 10. Wunder des Zeitalters. Trophäe erhalten. Sehr gut. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich denn überhaupt hin jetzt? Guck mal, hier ist wieder ein Community-Event. Wie lange geht es noch? Noch einen Tag. So, die sind unwichtig. Die muss ich machen. Und was, das war's? Dann kommt die nächste wahrscheinlich erst später. Achso, jetzt wollte ich ja gleich mal gucken, wo ich hier am besten. Ich gehe mal jetzt hier nach rechts. Das ist nicht ganz so weit. Dass ich wieder erstmal auf die Straße komme, dann kann ich mir eine Kutsche nehmen. Und dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Ich muss ja sowieso noch 5000 Objekte zerstören. Also logischerweise nicht mehr ganz 5000, aber ich denke mal, ist noch ein bisschen.
Und dann kann ich mir natürlich, wenn ich da jetzt sowieso hin muss, eine Kutsche nehmen und auf Zerstörungstour gehen. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich genauso schnell wie die Schnellreise, weil die Schnellreise eine lange, lange Ladezeit hat. So, guck mal, hier ist auch gleich eine Kutsche. Das ist doch perfekt. So, die Schläger habe ich hier eigentlich vertrieben jetzt, oder? Egal. Oh, oh. Das ist jetzt keine gute Kutsche, weil die ganz schön schleiert. Und da bräuchte ich eigentlich ein Kutschentuning, weil das hier logischerweise nicht gibt. Ja, ja. Wir machen ein bisschen kaputt. Zack, zack, zack. Ui. Man, die driftet richtig krass. Ah, so sammelt sich das alles zusammen mit den Zerstörungen. Mitgezählt habe ich logischerweise nicht, wie viele Objekte ich zerstört habe. Das wäre auch ein bisschen too much. Zack, zack, zack. So, noch 850 Meter. Mensch, ja, die Kutsche ist scheiße, die ist zu klein. Die fällt mir nur so. Aber bin ich doch voll aufgelevelt, auch mit der Kutsche. Warum fährt die sich so komisch? Na gut, Kutsche wechseln lohnt sich jetzt auch nicht mehr hier für die 500 Meter. Ui. Ach, ihr Idioten. Mensch, jetzt steht er mir hier im Wege rum. Alter Hackfresse. Der hebt mir jetzt auf den Sack hier, wa? War ja klar. Ach, sind so ja zwei Kutschen, die mir jetzt hier verfolgen. Naja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Komm her, du Fettsack. Hol. Schön ausrasten. Haha, freut er sich. So, jetzt muss ich hier sowieso abspringen. Gucke mal, den werfe ich ein Messer in die Fresse. Was ist mit dir? Zack, zack, zack. So, die ist dann überall hinfällig. Bam, schöne Kombo. Sag mal, wer wollte denn jetzt auf mich schießen? Ach, da sind noch mehr. Mann, du Opfer. Komm her. Mensch, wo kommen die denn alle her auf immer? So, der ist tot. Ja, genau, du greifst mich mal an. Das war nur Notwehr, du hässliches Bullenschwein. Zack. Alle vernichtet. So, hier hoch hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gemusst. Ne, gleich wieder runter. Zack, zack, zack. So, und da ist meine nächste Aufgabe, die ich zu erfüllen habe.